Ich ess am liebsten Königsberger Klaps mit einer ganz pikanten Soße. Das ist meine Leidenschaft, die große, dieselbe Leidenschaft hat auch meine Mops. Ob spät, ob früh, ich und das Vieh, wir essen immer Königsberger Klaps. Vor einem Jahr, da sagte meine Tante, sie hätte eine nette Frau für mich. Eine jüngere und ganz entfernt Verwandte. Na, meinte ich, wenn jung, warum auch nicht? Nur eins, das will ich Tantchen dir gleich sagen, damit das Mädchen weiß genau Bescheid. Das Hauptorgan, das ist bei mir der Magen. Mein Magen, der verlangt die Kleinigkeit. Ich ess am liebsten Königsberger Klaps mit einer ganz pikanten Soße. Das ist meine Leidenschaft, die große. Dieselbe Leidenschaft hat auch mein Mops. Wir aßen Klops, ich glaube, beinahe täglich. Der Hund und ich, wir kriegten nie genug. Sie halten sowas einfach nicht für möglich. Es kam kein Mensch mehr zu uns auf Besuch. Doch plötzlich konnte ich keinem Klops mehr sehen. Das hat mein Frauchen ungemein betriebt. Ich sprach zu ihr, du musst mich doch verstehen. Ich hab dem Klops und dich zu sehr geliebt. Ich ess am liebsten Königsberger Klops mit einer ganz pikanten Soße. Das war meine Leidenschaft, die große. Doch wir erklären dir, ich und meine Mops. Ob spät, ob früh, ich und das Vieh, wir essen nie mehr Königsberger Klaps. Wir essen nie mehr Königsberger Klaps. Feister Deibel!